Alpentower. Der Name des Restaurants wird auch oft als Name für den Berg benutzt, aber eigentlich heißt er Planplatten. 1973 wurde bereits der großzügige Hang von einer fix geklemmten Zweiersesselbahn der Firma Habegger erschlossen. Mit einer Länge von 2077 Metern und einer Kapazität von 800 Personen pro Stunde reichte sie völlig aus. Die Fahrt dauerte um die 17 Minuten und wegen oft eisigen Winden war die Sesselbahn nicht sehr beliebt. 1998 wollte man den großzügigen Hang beliebter machen, indem sie eine neue kuppelbare Achtergondelbahn der Firma Garaventa bauten. Mit einer Seilgeschwindigkeit von 6 Metern pro Sekunde und einer Fahrzeit von knapp 6 Minuten erreicht sie eine Kapazität von 2000 Personen pro Stunde. Vom Planplatten führen zahlreiche Pisten und Wiederholungsfahrten hinunter zur Meggesalb oder Spiecher. Im Sommer erschließt er zahlreiche Wanderwege und auch der Höhenweg zum Glockhüs und weiter nach Kaiserstadt. Die charakteristischen weißen Gondeln mit der Aufschrift Eagle Express wurden von der Firma Gangloff angefertigt. Für die, die den oberen Teil wiederholen wollen, ohne ganz hinunterzufahren, können auch den Skilift Tschukke benutzen. Er wurde bereits 2 Jahre nach der Eröffnung der neuen Sesselbahn Planplatten erstellt. Der Auftrag des Baus ging diesmal an die Firma von Roll als erste Anlage des Berner Herstellers im Skigebiet Hasselfeld. Der Skilift erschließt auch die Piste des Skirennzentrums Hasselfeld. Mit einer Streckenlänge von 1082 Metern und einer Höhendifferenz von 343 Metern erreichte eine Kapazität von 1000 Personen pro Stunde. Die blauen Bügel stammen von der Firma Röhrs, die Firma von Roll schon öfters bei ihren Anlagen einsetzte. Sie gelten als sehr windstabil und wurden zum Beispiel in Saas Fee bei fast allen Skiliftanlagen eingesetzt.